best und blieb's im Minasil. Victoria, mi Herr. Ja, also natürlich dadurch, dass es eine kurze Woche ist, haben wir jetzt weniger Trainingseinheiten, als wenn wir jetzt am Samstag oder Sonntag spielen würden. Aber wir gehen die Woche so an wie jede andere Woche auch. Es ist klar, es ist ein wichtiges Spiel, aber im Endeffekt sind alle Spiele wichtig jetzt bis Saisonende. Und deswegen gehen wir da an das Spiel ran wie an jedes andere, wollen uns einfach gewinnen. Wir wollen versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten. Und ich denke, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Papa, 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 papa. Step. Ja, yeah. Gut, Seba. Letzte. Alles ist, ist halt einfach so. Ich sag mal, ich finde, wenn man jetzt Chemnitz und Haching sieht, da haben wir 3 Elfmeter gegen uns bekommen, was 3 Gegentore waren. Das, im Endeffekt haben wir deswegen dann auch nicht viel zugelassen. Und ich finde einfach jetzt gerade in Haching haben wir extrem gut verteidigt, haben eigentlich gar nichts zugelassen und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Heute war einfach Spielform und ein bisschen im Kraftraum und wir Torhüter haben ein bisschen Sprungkraft trainiert. Das ist total offen, das ist alles offen und wir reden auch viel miteinander, machen auch Späße, also das ist schon top, so wie es ist. Ja, ich denke auf jeden Fall, die Null wird stehen, aber ich sag mal so, wenn wir nachher 3-2 gewinnen, dann ist mir das lieber als ein 0-0. Und blieb's im Minasil, Victoria, mir.